Herzlich willkommen im Irrenhaus zurück. Ja, ah, fuck. Inshallah, wird schon gut laufen. Manege frei. Ey, ich rede hier durchs ganze Haus mit dir. Ja, er mag es natürlich nicht, weißt du doch gar nicht. Kann ich auch sagen, Jasmin, du magst Tommy nicht. Jasmin, aber ich verlieb mich nicht dreimal die Woche in irgendwen. Also, was redest du? Geh rein zum Essen, Mann. Wie redest du? Was bist du frisch da hinten auf der Ecke? Wie redest du? Du magst überhaupt nicht. Jasmin, weißt du, was das Ding ist? Immer wenn du dich ertappt fühlst, dann wirst du sauer. Was für ertappt? Gott sei Dank sind meine Töchter gut erzogen. Das sagen meine Eltern wahrscheinlich nicht. Ich sag euch, ich schub's euch, ist mir scheißegal. Ihr seid heute alle gell? Ja. Ich steck meinem Vordermann die ganze Zeit halb im Arsch, was soll ich machen? Ja. Ich steck auch jetzt dann später im Arsch beim nächsten Spiel. Steckt man da nicht drin, ne? Ich liebe das Spiel hier, ne? Da kitzelt's mir in den Eiern. Ich sag's dir, wie es ist, weil das ist reines Taktieren. Und das ist geil, weil du kannst hier wirklich jemanden auf einer richtig geilen Ebene ausstechen, ohne dass sie's checken. Und ich liebe ja sowas, wenn die Leute denken, man ist so fein mit allem und dann kommt das Messer. Ich habe mir natürlich eine geschäbert, heimlich natürlich unter die Decke, weil ich bin nicht einer, ich muss zeigen, dass ich sowas mache. Ich schwöre, man merkt, es fehlt einem. Hast du echt? Ich schwöre, ich fühle mich voll gut. Aber auf Toilette, oder was? Ich bin voll gut. Auf Toilette? Nein, unter Matratze. Ich habe es so gemacht, dass keiner gesehen hat. Aber wo hast du hingeschmissen? Nein, wenn ich jetzt zeige, dann ist es so pervers, so, weißt du? Wo hast du für mich, ich hatte mir gut getan. Wo hast du hingeschmissen? Auf meinen Bauch. Und dann mit Decke so gemacht. Bumsa. Verlass sofort mein Schloss. Das war auch überhaupt gar nicht körperlich, das war wirklich nur kopflich. Theresia, ich sage dir, ne? Ich sage dir eine Sache. Hm? Ey, ohne Witz, das war dumm. Theresia, geht mir richtig auf den Sack, komplett. Kann ich ihre Klappe halten und dann... Das Problem war bei mir, dass ich halt extrem gut immer rieche. Und die Leute sagen immer, boah, du riechst so gut. Und ja, das ist halt bei mir das Problem. Und ab jetzt mache ich das anders. Wenn ich weiterkomme, benutze ich nichts mehr an Düften. Keine Cremes, gar nichts. Ab jetzt fange ich an zu stinken. Hoppala. Ja, genau. Einfach liegen lassen und weiterfummeln. Ich habe heute mal wieder bewiesen, dass man mit Gott und Willenskraft alles schaffen kann, was man will. Egal, wer man ist und egal, wie viel man wiegt. Mega scheiße, ja, klar. Heute Abend wird's brennen, ich verspreche es. Aber nicht zu schnell. Ja, ich glaube, es brennt doch nicht. So ta-ta-ta. Ich war auch voll auf einmal. Ich hatte so eine Taktik auf einmal, wo man so ta-ta-ta macht, weißt du? Hä? Und dann beim Reindrücken, tak, hat mich weggefickt. Ich verstehe gar nichts mehr. Und dann hat er bei mir am Schuss so gemacht, dieser Hund. Denkst du nach, was du machst? Ja. Dann ist gut, wenn du nachdenkst, was du machst. Nee, ich mag das Bissige an ihm. Ja, dieses, ja, das ist, hallo, meine absoluten Lieblings-Memes sind von ihm. Wie kann ich ihn nicht wählen? Hallo? Toxic, stay toxic. Eine freie Hand ist eine verschenkte Hand. Ja. Da hast recht. Und deswegen trinke ich jetzt ein. Mir gehen zum Beispiel Schleimer sehr, sehr fest auf dem Piss. Egal, Bruder. Ich wünsche wirklich von allen Herzen das Beste. Danke. Aber verletz diese Frau nicht, weil die könnte deine Mutter sein, weißt du? Ey, ich kann diese Zahl nicht lesen. Wie geht das nochmal? 1 bis 3 ist, glaube ich, leicht. Nee, 4 ist... 4 ist... X ist 6, glaube ich. Nee, X minus... Ich check gar nichts. Viele Leute sagen zu dir, ja, ich save dich oder du hast mich mal gesaved, beim nächsten Mal save ich dich oder so. Und dann im Endeffekt safen dich nur 2. Ich hab denen gesagt, bring mich in die Villa, ich will alle davor sehen. So, bring mich. Ich hab die Eier, Mona Kolb. Ich hab die Eier. Die alle sind hinten, das sind richtige F***en alle. Ich mach kein Interview. Ich würde hier trotzdem bleiben, bis sie alle kommen. Und ich schwöre, ich f*** die alle da drinne. Ich bin jetzt schon mit denen durch. The 50.